Meine Freunde, willkommen zurück zu Victoria 3. Wir spielen als die Hudson's Bay Company und unsere heutige Aufgabe ist natürlich, das Land weiter auszubauen und zu gucken, wo wir wirtschaftlich stehen. Nein, Spaß beiseite, wir sind immer noch Russland. Habe ich euch hops genommen? Ich hoffe, ich habe euch hops genommen. Oh Mensch. Okay. Hallo? Früher hat Leertaste noch funktioniert, aber irgendwas habe ich verstellt, oder was? Einstellungen, Steuerung, Pause. Okay. Jetzt hat. So. Sehr erfreut. Wir haben noch ein paar Probleme. Wir haben aber unser Bausektor-Volumen etwas erhöht von 18 auf 101 innerhalb von 3 Jahren. Das, glaube ich, kann sich sehen lassen. Ansonsten wäre sicherlich der erste Krieg angebracht, aber ich weiß ja nicht genau gegen wen. Grundsätzlich hätte ich schon Bock, Norwegen, Schweden zu integrieren. Unverdiente Anschuldigung. Einige russische Leute behaupten, ihre ugrischen Nachbarn würden ihnen die Schuld für die schlechten Lebensumstände in Archangelsk zuschieben. Mir ist mir relativ scheißegal, ehrlich gesagt. Also ist nicht böse gemeint, ne? Wir können uns aber am Ende des Tages nicht um alles kümmern. Meine, klar, man kann es theoretisch probieren. Wenn übrigens mal eine Framerate-Begrenzung, ich sag mal, in Victoria brauchst du keine hohe Framerate. Wir limitieren das mal auf 60, weil mehr ist einfach Overkill. Brauchst du nicht. Weiß auch gar nicht, warum es so viel gibt, so unbegrenzt. Okay, Eisen, Werkzeug. Werkzeug kümmern wir uns drum. Eisen, dann kommt erstmal die Regierungsverwaltung und dann kommt wieder Eisenminen. Ja, das ist erstmal unser Leben. Kanonen fehlen auch noch ein paar natürlich. So, wenn wir jetzt mal sagen würden, Landesbefreiung. Die schonen. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Klientland. Klientlandbefreiung. Oder Klientelland. Gut, die müssen natürlich Norwegen unterstützen. Die könnten eher noch uns unterstützen. Preußen würde auch noch eher uns unterstützen. Ja, ich glaube, wir machen das mal, oder? Komm. Irgendwie habe ich Bock drauf. Und, also, geht noch nicht ganz. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Jetzt hat. So, also Frankreich würde uns helfen und Preußen auch, Österreich auch und Preußen auch. Strategisch gesehen wären die eigentlich alle komplett irrelevant. Vertragshafenforderungen. Vertragshafen in Skane, Norrland, Svealand. Kommt einen Hafen. Gut. Hä? Echt jetzt? Zuerst habe ich sie beeinflusst und dann... Strange. Deswegen mag ich das Spiel immer nicht, weil das immer so komisch ist manchmal. So, wisst ihr, was ich meine? So. Ich hätte ihnen ja sogar das gegeben, was sie wollen. Aber gut. Staaten übertragen. Was wollen denn die Russen? Ach komm, verpisst euch. Als ob ich denen meine Gebiete abgebe. Wir wollen erstmal unsere Armee mobilisieren. Ja, Überraschung. Wir wollen ja Krieg führen, ihr Clowns, Alter. Wollen Sie wirklich Ihre Armee? Ja, ich möchte meine Armee mobilisieren, tatsächlich. Das möchte ich machen. Eins, zwei, das wird eh ein fettes Gemetzel da oben. Wir dürfen eigentlich gar nicht zu viel dahin schicken. Ja, noch ein paar Mal mit, da kann ich nicht hin. Scheiße. Das heißt, ich habe doch gar keine andere Möglichkeit. Als alles nach Schweden zu schicken. Ja, ich weiß selber, dass wir keine Artillerie haben. Ja,
Ihr Scherzkekse. Ja, schau mal, wie sie alle da hinfahren. Tschut, tschut. Ja, trefft euch alle hier zum großen Massenschlägern. Raddampfer freigeschaltet. Auch ganz wichtig für mich, dass wir den Raddampfer jetzt haben. Statt dass die einfach sich ergeben oder so, nix, ne? Muss man jetzt unbedingt auf Krampf, wirklich? Mit was wurden die eigentlich gekauft, hä? Digga, alles da oben. Alles da oben. Frankreich hat Rivalität erklärt. Okay. Okay, wenn das so ein Ding ist, dann mache ich da einfach mal mit. Dann erkläre ich halt auch die Rivalität. Wenn die denken, dass sie die Einzigen sind, die Rivalitäten erklären können, haben sie aber geschnitten, ne? Solche Zwerge. Denken auch, ich bin auf dem Holzroller hergefahren. So. Tatsächlich direkt der erste Krieg. Für mich ist es ja, wie gesagt, nur langfristiges strategisches Interesse. Wir natürlich dann... warte mal, hä? Okay. Ist keine Handelsrouten mehr, oder was? Kann ich was importieren? So. Schauen wir mal. Russland ist ja nicht dafür bekannt, dass wir die stärkste Armee haben. Aber... wie wir hier in dem Fall sehen, Masse statt Klasse, meine Freunde. Ja, das sieht doch schon mal juicy aus. Wir überrumpeln die feindlichen Linien direkt mal an allen Fronten. Sehr schön. Preußen bekommt hier unten leider ein bisschen die Nase blutig geboxt. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne auch irgendwie unterbinden, aber ich kann nicht wirklich, wirklich so. So leid es mir tut, meine preußischen Freunde. 36, 35. Also wir pushen weiter. Wir haben auch schon große Teile erobert. Wir sind halt einfach auch numerisch überlegen. Also wir haben nicht so gute Werte, die sind okay. Aber unsere numerische Überlegenheit macht jetzt hier aktuell ein bisschen den Unterschied. Eine verwundbare Front, das ist das hier wahrscheinlich, aber da kann ich nichts machen, weil wir da nicht hinkommen. Wir müssen halt nur gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendwo angegriffen werde, hier doch irgendwelche, wie das hier zum Beispiel, ne? Hier gibt es eine Naval Invasion. Ich habe aber, ist das eine Armee oder ist das eine Flotte? Problem ist, die französische Flotte ist ein bisschen stärker, könnte ich mir vorstellen, aber was ist denn da das Problem? Wir haben zu viele Kriegsschiffe hier drin. Geh mal hier rein. Schicken euch mal zu dem Seeknoten. Schicke ich die jetzt dahin, ja. Okay, das sieht gut aus. Na, perfekt. Da haben wir die Franzosen zurückgeboxt. Ja, geh mal wieder dahin zurück, wo ihr hergekommen seid, ihr Zwerge. 178 französische Division. Wo ist eigentlich die Flotte jetzt? Au, oh Gott. Achso, die sind einfach durchgefahren. Okay, gut. Alles klar. Aber... dann will ich doch sagen, bewegt euch mal zum nächsten Knoten einfach mal vor. Battlen wir hier mal aus, wer ihr Chef im Ring ist. Komm. Preußen mit einem Verteidigungspakt. Die nehme ich in dem Fall an. Könnte langfristig einfach noch wichtig werden. So, jetzt sind nicht all unsere Schiffe drin. Das ist ein bisschen frustrierend. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Oh, die Schlacht sieht dafür deutlich besser aus. Nein! Die sah deutlich besser aus. Ah, verdammt. Trotz allem haben wir den Franzosen hier gute Verluste zufügen können. Die Fronten hingegen im Norden, die schieben wir weiterhin gut voran. Jetzt ist nur irgendwie die Frage, reist nach Front, Dings. Wohin reisen die denn jetzt? Was machen die denn hier? Was ist denn jetzt los? Hä? Okay. Ah, die Front ist zweigeteilt. Ich verstehe. Preußen hat kapituliert. Scheiße. Okay, ihr geht mal damit hin. Weil wir da oben ein bisschen so den Halt verlieren. Vor allem durch den Wegfall der preußischen Truppen. Hat schon ein bisschen wehgetan, muss ich gestehen. Da oben werden wir zurückgedrängt. Gucken, dass wir wenigstens hier unten vielleicht weiter vorankommen. Ah, sieht auch nicht so toll aus. Jetzt hat auch Österreich kapituliert. Ihr wollt mich doch alle verarschen gerade, oder? Das ist doch... ah, oh, Schweden hat Minus, trotz allem.
Also wir können das Ding trotzdem gewinnen. Gold in Alaska ist erschöpft. Es ist die Frage. Frieden schließen. Norwegen befreien. Würden sie annehmen. Okay. Sehr gut. Die sind jetzt unabhängig. Perfekt. Und damit haben wir unsere Ziele erreicht. Wir werden unsere Flotte natürlich ein bisschen anpassen müssen. Huch. Ah, 4 Schiffe dazu. Das Armengesetz wollen sie wieder haben. Da gibt es leider keine Interessenten für. Gibt es einen Agitatoren, der das unterstützt? Auch nicht. Woher kommt diese bescheuerte Idee, das einführen zu wollen? Teure Regierungswaren Eisen. Hey, ich klicke eine Sache an und sofort ist das ganze Ding hier verdingst. Ich klicke doch nur auf das X. Bräuchten jetzt rein theoretisch mal Eisen zum Beispiel. Wir brauchen Kleidung. Ja, müssen wir mal gucken. Die Handelsroute ist nicht aktiv. Warum nicht? Warum ist die nicht aktiv? Skandal. Jetzt haben wir natürlich mit denen erstmal eine Weile Waffenstillstand. Das heißt, wir können hier nicht wirklich groß was weitermachen. Das wäre in dem Fall ein Krieg gegen Osmanisches Reich und Moldawien. Die meisten würden sich hier tatsächlich auf die Seite von Moldawien. Ja gut, die sowieso. Die Walachei auch. Der Rest wäre wahrscheinlich neutral. Wird das Eisen langsam besser? Ja, also ich finde es wirklich sehr cool, dass wir auch einfach so ein bisschen den Preis, die Preisentwicklung sehen. Es ist wieder teurer geworden. In Moskau haben sich Akademiker in verschworenen Gemeinschaften zusammengetan, um gemeinsam Komplotte gegen den Staat zu schmieden. Das muss bestraft werden, auf jeden Fall. Dieser Wahnsinn muss unterbunden werden. Ja, wir werden es auf alle... Wir haben, ich weiß jetzt auch nicht, woher das Plus auf einmal kommt. Aber was wir direkt machen werden, auf alle Fälle nochmal 10... Oh Gott, das ist schlecht. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Genau, 10 Stück. Und dann auch gleich nochmal ein paar Eisenminen. Weil das hat, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist einfach das Wichtigste. Die Eisenminen upgraden. Infrastruktur in Moskau ist scheiße. Das ändert man am besten, indem man etwas dagegen tut. Und wir werden dafür eine Eisenbahn bauen. Oder auch nicht, weil wir keine Eisenbahn erforscht haben. Okay. Hat sich direkt erledigt mit der Eisenbahn. Was haben wir denn überhaupt erforscht? Wir sind so zurückgeblieben, ne? Dann bauen wir einfach mal was anderes. Und zwar Unis. Wollen jetzt erstmal, wir versuchen mal überall auf alle Fälle mal eine Uni zu bauen. Forschung liegt aktuell bei Gott. 60. Bekommen wir aktuell, oder? Wo sehe ich denn das? 54 produzieren wir. Das ist gar nichts. Also 54 kannst du eigentlich auch sein lassen. 54 brauchst du eigentlich nicht haben. Neue Südwales hat Interesse in Frankreich aufgebaut. Dafür wünsche ich euch viel Glück. Krieg gegen Frankreich hatte ich auch gerade schon. Nein, oh Mann.
Das war Bayern, glaube ich, oder? Nee, Bayern war es nicht. Wer mag mich denn aktuell? Quing Preußen Österreich. Das ist echt toll, dass ich so viele Unterstützer habe. So, wie gesagt, die sind mir wurscht, die möchte ich unterwerfen. Den möchte ich langfristig in unsere Sphäre mit quetschen. 140. Wie gesagt, das meiste geht für Baumann drauf und bei dem Baumann ist der höchste Kostenpunkt Eisen mit Abstand. Dadurch, dass wir jetzt wieder mehr bauen, wird natürlich auch der Eisenbedarf wieder steigen. Wie wir sehen können, der Preis ist jetzt hier wieder nach einem leichten Abflauen auf dem Weg nach oben. Während wir die ägyptisch-osmanische Krise haben. Versuch des Osmanischen Reichs, Ägypten die Kontrolle über die Levant abzubringen, ist zu einem internationalen Zwischenfall geworden. Unsere Beteiligung könnte die Machtverhältnisse entscheidend beeinflussen. Ja, da habe ich auf alle Fälle Interesse dran. Ägypten ist eh, what the fuck? Oh, Österreich und... Oh, da geht es um Deutschland. Um was geht's genau? Deutsche Führung. Da muss ich leider meine Neutralität erklären. Da bin ich raus. Tut mir wirklich sehr leid, Preußen. Wir nochmal ein paar extra Gebäudeslots mit reinnehmen, glaube ich. Also nochmal ein paar extra Arbeitsmärkte. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann kommen wir auf 160 Bau oder sowas um den Dreh. Ja, ist halt die beste Möglichkeit zu wachsen. Früh möglich im Spiel. Ich finde es ja schön, dass wir den ersten Krieg gewonnen haben. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Ding zwischen Preußen und Österreich abläuft. Was wir hier sehen, sind die Fronten übrigens. Wir sehen diese kleinen Pfeile, glaube ich, ne? Oder sind es die Stellungsgräben? Naja. Hier sehen wir auch auf der Karte. Also es passiert zwar nichts so wirklich, die stehen halt da und schauen sich an. Das schaut so ein bisschen aus wie Playmobil-Figuren oder Lego-Figuren oder so. Ah, jetzt tun sie was. Okay, haben kurz Pause gemacht. Wer hat sich jetzt auf welche Seite gestellt eigentlich? Wir sehen... Preußen hat die Unterstützung von ein paar deutschen Staaten, Hohenzollern... Frankfurt, Hannover, Lübeck, Mecklenburg, Sachsen, Coburg, Dings, Lippe und Waldeck. Krakau ist auf österreichischer Seite. Truppentechnisch ist Österreich überlegen. Das muss aber erstmal nichts heißen. Österreich gewinnt die Schlacht, Preußen gewinnt die Schlacht. Und Österreich gewinnt die Schlacht, nee. Preußen pusht tatsächlich ein bisschen, wird wieder zurückgedrängt. Sehr interessant. Österreich möchte ein Bündnis mit uns eingehen. Da stelle ich mich jetzt auf Seite Österreichs und nicht Preußens. Könnte gar nicht so gut. Könnte. Ich habe es jetzt trotzdem mal angenommen. Der Grund ist nämlich ein starkes Preußen und ein starkes... Weil Österreich wird irgendwann zerbröckeln, das ist einfach so. Wenn jetzt Preußen aber den Krieg gewinnt, worauf es hinausläuft, dann müssen wir mal gucken. Ich glaube trotzdem, dass langfristig ein Bündnis mit Preußen für mich gefährlicher ist als mit Österreich. Österreich kann ich nutzen für meine persönlichen geografischen Interessen. Mal abwarten, was ist eigentlich mit der Musik passiert? Death March. Gab es eigentlich noch ein Musikding? Warte mal, es gab doch nochmal ein Musik-DLC, oder? Dann kurz gucken, oder täuscht mich das jetzt irgendwie? Oder hat mich das jetzt irgendwie... Sphere of Influence ist... Ne, gab noch kein Musik-DLC, okay. Huch, irgendwo dachte ich mal, ich hatte nochmal ein Musik-DLC gesehen. 160.000 Baukosten. Ja, Eisen. Ne, wir müssen auch dringend mehr Eisen bauen. Mehr Eisen. Es gäbe natürlich die einfache Möglichkeit, atmosphärische Dampfmaschinen, aber die kann ich mir halt auch nicht aus dem Fleisch ritzen. Geschweige denn das Problem mit der beschissenen Infrastruktur, wenn ich keine Züge erforsche. Du kannst da machen, was du willst. Am Ende des Tages ist alles kacke. Österreich verliert den Krieg jedenfalls auch.
Waffenstillstand dauert bis 46. Also Schweden und Norwegen beide versöhnend. Sogar Norwegen sogar kooperativ. Mhm. Muss mal gucken. Rivalität erklären geht nicht, weil der Rangunterschied zu hoch ist. Schweden ist quasi nicht mehr als eine kleine Made. Ich bin großer Boss Meng. Und Preußen hat tatsächlich gewonnen. Plus, was ist das denn? Hä? Scheiße, Österreich, was habt ihr gemacht, ey? Oh, wir sehen hier auch was hier im Rang. Oh. Das fällt mir jetzt erst auf. Wir sehen hier tatsächlich bei den Ländern auch, auf welchem Rang die direkt liegen. Das finde ich tatsächlich gar nicht so scheiße. Das ist an sich eine coole Forschung. Eine coole Erweiterung. Geht's euch eigentlich so? Wir haben ja sogar einen Handelsvertrag. Zollunion könnte man auch machen. Eine Art von Diplomatiepakt. Zwischen zwei Ländern der Zölle und Bürokratiekosten von Handelsrouten zwischen ihnen eliminiert. Das Einzige, was sie eliminieren sollen, sind meine Kosten für Eisen. 159.000 Baukosten sind einfach too much, wenn ihr mich fragt. Aber der Preis fällt ganz, ganz leicht. Ganz leicht. Einzig, was ich wie gesagt schade finde, ist, dass wir keinen richtigen Long-Term-Chart sehen. So 10 Jahre, 15 Jahre, zumindest nicht, was ich wüsste. Kann aber auch sein, dass es einfach Performance-Gründe hat. Minus 50.000. Yeah. Leute, ich bin gleich insolvent. Endet das Projekt hier direkt. Keine Marktwarenknappheit. Ja, alles nur, weil ich noch einmal ein paar extra... Dinger gebaut habe hier. Eine extra Artilleriefabrik. Das Osmanische Reich hat Preußen zum Rivalen erklärt. Das gleiche machen wir jetzt auch. Rivalität erklären mit Preußen. Wenn wir mit den Osmanen-Beziehungen verbessern. Wir werden nicht. Mit denen werden wir Beziehungen nicht verbessern. Wir werden die ein bisschen down halten. Wir werden trotzdem mal versuchen, die Briten vielleicht ein bisschen nochmal zu ködern. Die Spanier. Wir müssen uns halt ein paar Verbündete machen. So, Preußen hat uns die Rivalität erklärt, das ist nicht schlimm. Versuchen einfach auch mal mit ein paar Nationen die Beziehung zu verbessern. Nichts weiter Bedenkliches. Intensiver Ackerbau, ja, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich brauchen würde. Wo stehen wir jetzt aktuell? 67,5. Okay, das hat sich immer schon mal ein gutes Stück verbessert. Motorenwerke, das brauchen wir übrigens. Das ist eh schon in der Warteschlange, gut. Also, ich weiß halt auch nicht, ob wir die Bildung wirklich so krass hochbekommen. 16,6%. Es wird schwierig. Oh, Eisen ist... Oh. Dann könnt ihr nachher mal gucken, was passiert, wenn wir das Ganze nochmal um Plop verbessern. Boah, jetzt hier trotzdem überall Unis, das ist mir relativ wurscht. Auch wenn da ein X steht. Ups, das wollte ich nicht. Egal, es gibt halt zwei. Solange wir mindestens 100.000 Menschen haben, oder wir sagen über 50.000, bauen wir da jetzt einfach eine Uni hin. Ist mir wurscht. So, passt. Schauen wir mal, 67,7 ist jetzt das Maximum. Schaut es bei Gesetzen mit Schulen oder so ein Scheiß aus. Keine Schulen. Kirchenschulen... Da müssen wir erstmal irgendjemanden in die Regierung bekommen. Das könnten wir mal machen. Da würden wir jetzt außerdem noch die orthodoxe Kirche reinholen. Die orthodoxe Kirche interessiert sich für... Für was interessiert ihr euch? Wo sehe ich denn das nochmal? Staatsreligion... Gegen Glaubensfreiheit. Wohlfahrtskrankenhäuser, Kirchenschulen würden sie akzeptieren. K-
Körnschulen. Ah, das ist sogar das. Kirchenschulen würden grundsätzlich schon mal Bildungszugang, Bekehrung und politische Stärke für die Kirche bringen. Das wäre einfach generell ein kleiner Boni. Ich sag mal, Kirche ist in unserem Land hier natürlich in Russland stark verankert. Deswegen wäre es, glaube ich, auch gar nicht so blöd. Plus, wir könnten unsere Regierung nochmal stärken. Deswegen machen wir das jetzt. Und versuchen bei den Schulen... Warum nicht? Hä? Warum nicht? Ah. Keines der folgenden Gesetze. Völlige Trennung, Staatsatheismus, Leibeigenschaft. Was war's? Leibeigenschaft, scheiße. Okay, müssen wir mal gucken. Shit. Da bräuchte man die Pachtbauern. Das geht aber mit unserer aktuellen Regierung nicht. Arschkarte. Okay. Dann bin ich an der Stelle raus für heute. Eisen ist wieder teuer geworden. Scheiße, warum ist das so kurz eingebrochen mal? Was war denn da los? Ich jetzt das aber nochmal ein bisschen. Was wollen die von mir? Auslaufende griechische Verpflichtung. Die uns von Griechenland geschuldete Verpflichtung wird in einem Jahr ablaufen. Wo habe ich denn die Verpflichtung überhaupt her? Das ist wahrscheinlich die viel interessantere Frage. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wo habe ich denn die bekommen? Petition an die Regierung. Ein bestimmtes Gesetz. Vormundschaft. Aha. Interesting. Na dann. Zurück mit. Zurück in die Steinzeit. Gut, Freunde, würde ich an der Stelle sagen, ich bin raus für heute. War schön, mit euch gespielt zu haben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.